schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Robosaurus Spielothek. Heute geht's ins Weltraum. Also eine Superlative heute. Schon wieder. Das Weltall hat seit jeher eine große Faszination auf die Menschen ausgewirkt. Das kann man besonders gut in der Popkultur sehen. Da gibt es ja zum Beispiel Star Trek, was auch schon seit fast so lange läuft, wie die Menschheit alt ist. Oder Star Wars, was auch immer und immer wieder aufgewärmt wird und so. Wie bei den meisten Dingen, die für die Menschen faszinierend sind, zumindest in der Fiktion, geht es auch darum, was gibt es, was wir noch nicht kennen. Da bietet sich das Weltall natürlich an, weil das Weltall ist schweinegroß und voll mit Sachen, wo wir nicht genau wissen, was. Leider ist die Menschheit nicht vernünftig in der Lage, sich das Weltall richtig, ich sag mal, anzugucken, weil alleine die technische Entwicklung, die ist da noch weit von entfernt. Also man ist vor 50 Jahren mal irgendwie auf den Mond gekommen und das war schon knapp. Ich glaube, dass für viele Menschen das Weltall auch so eine Art, sag ich mal, Projektionsfläche geworden ist. Also da gibt es vielleicht die Antworten. Die Antworten auf vielleicht innere Fragen. Ne? Man hat Unsicherheiten mit seiner Existenz oder was weiß ich. Und sowas ist natürlich prädestiniert dafür, dass die Menschen sich an irgendwas wenden. Ne? Dann wenden die Menschen sich an Gott oder früher vielleicht an Hitler. Und dann heutzutage ist es dann auch so, man kann dann ins Weltall schauen und denkt sich so, meine Herren, ne? Von da aus betrachtet sehen unsere Probleme so klein aus. Und irgendwann, wenn wir das Weltall erschlossen haben, dann haben wir Möglichkeiten, Superlativen, Perpetuum mobiles, irgendwie, dann können wir machen, was wir wollen und brauchen irgendwie keinerlei Böses mehr fürchten. Wenn ich persönlich ins Weltall schaue, dann denke ich eigentlich immer nur, es gibt keinen Gott. Aber ob es wirklich einen Gott gibt oder nicht, das werden wir heute nicht klären können. Aber eine Sache können wir klären. Wir können nämlich klären, wie spielt sich denn das Spiel Space Explorer auf der PlayStation 4? In dem geht, soweit ich weiß, um die Erforschung des Weltalls irgendwie. Ich weiß nicht genau. Ich muss dazu sagen, dass ich über das Spiel noch nichts gehört und nichts gelesen habe. Ich weiß, dass es in VR spielbar ist und wahrscheinlich ist das auch der Sinn der Sache, das eigentlich in VR zu spielen. Ich spiele es nicht auf VR, weil ich habe so etwas nicht. Auf jeden Fall soll man in dem Spiel wohl einen Space Shuttle steuern können. Das heißt, ne, wir müssen erstmal versuchen, das Ding irgendwie starten zu lassen und dann kommen wir ins Weltall. Und was dann passiert, ich habe überhaupt keinen Plan. Hier war das Titelbild. Das ist optisch. Einfach gehalten, würde ich mal nett sagen, ne? Also die Renderings alleine auf diesem Bild sehen schon echt nach 90er Jahre aus. Jetzt kommt das Titelbild nochmal und dann lädt es nochmal. Was haben wir denn hier? Deutsche Sprache, Master Audio ist drinne. Audiokommentar, ich brauche doch keinen Audiokommentar. Sollen die Scheiße, ich mache selber den Audiokommentar. So, was haben wir denn da? Jetzt gehen wir mal auf Mission. Erleben Sie, wie ein Raumschiff in die Umlaufbahn abhebt. Erkunden Sie die Raumstation. Weltraumspaziergang und Landung. Übernehmen Sie das Shuttle und kehren Sie sicher zur Erde zurück. Moment mal. Das heißt, ich kann gar nicht den Weltall erforschen, ne? Ich kann da nur in diesem Space Shuttle hochfliegen, ein bisschen gucken, ein bisschen machen und dann wieder zurückfliegen. Das ist doch jetzt schon scheiße, oder? Ich probiere mal ausziehen. Jetzt wird mir hier angezeigt, wie ich das Spiel steuern kann. Der Absprung heißt das. Vorhin stand da, das heißt ausziehen, was ich jetzt mache. Und was ich jetzt machen kann, ist hier nur Pause drücken und aussehen. Wenn ich R3 drücke, dann aktiviere ich aussehen. Was? Egal, starten wir mal. Okay. War das? Ich kann jetzt hier irgendwie die Kamera bewegen. Und alles, was ist da? Da sitzen ein paar Leute. Hier ist das Mission Control Center. Da hängen Leute. Die überwachen wahrscheinlich den Start. Was ist das denn? Warum ändert sich denn da immer die Kameraperspektive? Jetzt gehen da Astronauten hin zu dem Raumschiff. Das macht zwar soweit Sinn, aber was ist denn das hier? Kann ich hier nichts machen? Warum kann ich denn hier nichts machen? Was ist denn, wieso Lebenslauf? Jetzt habe ich es mit Zurückkehren abgebrochen. Ich wollte zurückkehren in das aktive, ja, ich kann ja gar nicht sagen Spiel. Das ist ja gar kein Spiel. Vorhin habe ich keine Kommentare. Ach so, sind jetzt auf einmal die Kommentare aktiviert, ne? Das waren sie vorhin nicht. Die Kommentare sind mega kacke, weil das ist wohl eine Computerstimme und die spricht die Sachen halt so aus, wie man sie eintippt. Er sagt zum Beispiel nicht Shuttle, sondern Schuttle.
Dies ist das Mission Launch Center. Wir fahren um 9 Uhr in Grähenwich zu einem geplanten Start mit dem Shuttle. Boah, was habe ich mir denn hier runtergeladen, ey? Optik ist schlimm. Optik ist schlimm, aber ist ja auch egal. Weil ich kann eh nichts machen. Mir wird hier erzählt, dass die da irgendwelche Überprüfungen der Leitsysteme vormachen und so, ne? Aber ich sehe da nichts. Ich sehe da nur so eine Kamerafahrt irgendwie über die über das Space Shuttle und ich sehe, also die beschönigen nichts. Man sieht diesen Untergrund, der Copy und Paste irgendwie aus den Texturen gemacht wurde, der am Horizont eine ganz harte Kante hat, so als würde dieses ganze Teil irgendwie auf so einer riesigen grünen Plattform stehen. Das ist ja voll arm. Also ich kann mir das jetzt nur anhören und kann die Kamera hier ein bisschen bewegen. Bleibt das so? Als bin ich im Raumschiff. Ich bin sogar in der Perspektive des Piloten. Jetzt nicht mehr. Was ist denn das für ein Müll? Ist das am Ende gar kein Spiel? Oh, jetzt geht die Klappe auf. Jetzt fängt das Ding an zu blasen. Das habe ich schon beim Fernseher gesehen. Das sind Funken und wenn dieses Zeug da rauskommt, dann gibt das Space Shuttle halt Gas, ne? Und volle Kanne voraus. Muss ich jetzt hätte ich eigentlich das Gefühl, ich müsste einen Knopf drücken. Nee. Jetzt zählen die runter, oder was? Ah, Turbine geht? Nee, nicht Turbine. Der Kraftstoffausstoß beginnt. Jetzt wird spannend. Es hat den Gas gegeben und jetzt volle Kraft voraus, ne? Oh. Mal da, die Zeit, wie lange wir schon unterwegs sind. Einfach auf so einer Tafel, die fliegt einfach so. Boah! Boah, guck mal. Das sieht aus wie DLC bei Minecraft. Und da denke ich gerade kurz, ja, die haben ja doch einen vernünftigen Horizont gebaut, ne? Also diese Platte, die endet da tatsächlich, sieht aus wie bei Lego, ne? Wenn das eine tektonische Platte ist, dann ist die aber ganz schön gerade an der Kante, ne? Müssen die doch irgendwann abgesprengt werden, da diese Zusatzmopeds, ne? Also normalerweise schießen die doch irgendwann... Ah! Hier, hätten sie mich gehört. Erst schießen sie rechts und links da die kleinen Mopeds ab und dann irgendwann, wenn sie die Erdumlaufbahn verlassen haben, schießen sie das große Moped ab. Und, das Space Shuttle, das kann dann selbstständig navigieren. Aber erst im Weltall. Also da, wo nichts los ist. Ja. Da haben sogar schön... Ne, nicht schön. Haben sogar dargestellt, dass das runterfällt. Aber es dreht sich ja noch nicht mal, ne? Das kann ich jetzt schon sagen, das ist Müll. Das ist kompletter Vollmüll. Das ist im Grunde eine Slideshow, eine 3D-Slideshow für VR. Na? Also das ist wahrscheinlich der Sinn dieses Projekts hier, ne? Das hätte man, ansonsten hätte man das echt lassen können. Also nur so wird das auch, glaube ich, wirklich gar keiner kaufen. Und ich glaube irgendwie, nachdem die eben eine PlayStation VR rausgebracht haben, dann kaufen da zumindest ein paar Leute, damit die irgendein Futter haben für ihr Teil, ne? Also für ihr teures VR-Headset, was ansonsten nicht besonders gut unterstützt wird, ne? Jetzt würde ich fast sagen, die haben sich bei der Erde zumindest ein bisschen mehr Mühe gegeben. Aber ehrlich gesagt, gibt es ja diesen Screensaver bei der PlayStation 3, wo man auch die Erde sieht. Und die sieht deutlich besser aus. Mission erfolgreich. Jetzt ist halt echt vorbei, ne? Was für eine Scheiße, ey. Das ist nicht zu glauben. Jetzt mache ich mal den zweiten Level. Helfen in der Raumstation. Vielleicht kann ich da was steuern. Da kann ich mich bewegen. Das ist es. Das hat Spiel. Ja, was mache ich jetzt hier? Also ich kann mich jetzt quasi bewegen. Und auf diese, zum Beispiel auf diese Tür zugehen. Passiert da was? Nein. Da bleibe ich einfach stehen. Hier fliegt so ein Ding. Fliegt hier rum. Hier, dieses Handzeichen. Da sollte man noch meinen, dass man da irgendwie interagieren kann, ne? Aber irgendwie nicht. Jetzt könnte man ja meinen, ich bin jetzt hier auf der Raumstation und bin in so einem Raumanzug drin, ne? Und fliege hier, also schwebe jetzt hier in der Schwerelosigkeit hier so durch die Gegend. Aber guck mal, ne? Ich kann jetzt auf den Boden gehen.
Hier, jetzt, da gehe ich über den Boden, ne? Da bin ich, ne? Knöchelhöhe bin ich jetzt. Ich kann hier nichts machen. Warum kann ich denn da nichts machen? Was soll mir diese Hand denn zeigen? Und da hinten baut sich der Hintergrund auf. Das sind 8 Meter oder was? Da ist ein Astronaut. Und guckt euch mal die Texturen an. Hier, die Textur von dem Laptop. Das ist ja so, also mir fällt da gar nicht so viel zu ein. Was ist denn das? Das ist PlayStation 1 Niveau. Ja, der muss wohl tot sein. Na, Leute. Was ist denn hier kaputt? Ich meine, kann man das eingrenzen, was hier kaputt ist? Oder ist alles kaputt? Ah! Ah, ich interagiere. Ich habe da jetzt was rausgenommen. Was ist denn das? Eine Spritze? Oder eine Sicherung? Was mache ich jetzt damit? Kann ich mir den Arsch stecken? Kann ich jetzt irgendwo die Sicherung reintun oder was? Och, ey, ich fass das nicht. Warte mal, jetzt bin ich... Wo ist die Sicherung? Ich war jetzt gerade kurz im Pausenmenü und jetzt ist die Sicherung weg. Wo ist die denn? Damit muss ich doch bestimmt irgendwas machen, irgendwie interagieren. Hat das Spiel die jetzt irgendwie rausgenommen oder was ist denn hier los? Ich habe das Level jetzt nochmal neu gestartet, weil irgendwie hat das, dass ich kurz ins Pausenmenü gegangen bin, es torpediert, dass ich irgendwie dieses Item behalten kann. Was mir jetzt auffällt, ist, dass ich hier so ein grünes Gedöne habe. Und das scheint ja doch dann irgendwie irgendwas zu signalisieren. Wahrscheinlich, wenn ich damit jetzt irgendwie interagieren möchte, da muss wahrscheinlich irgendwas anderes auch wieder so eine Aura haben, ne? Damit ich halt auch Bescheid weiß. Wenn man etwas nimmt und es gibt ein optisches Signal, dann wird es für die Benutzung wahrscheinlich auch ein optisches Signal geben, weil das ist ja dann die Denkweise, ne? Man will den Spieler ja nicht überfordern. Es ist halt auch einfach heftig, wie scheiße das technisch ist, ne? Also ja, es ist halt kein richtiges Spiel, es ist halt irgendwie mehr so eine Anwendungssoftware und so, aber ich sag mal, das wird ja so im Nicht-VR-Modus nicht besser laufen. Also das ist jetzt krass. Ich habe jetzt diese Spritze genommen, bin wieder zurückgeflogen an den Punkt, wo ich angefangen habe. Und dann ist die Mission vorbei. Und ich kriege eine Trophäe dafür. Was ist denn das, ey? Das verstehe ich ja gar nicht. Ich meine jetzt mal im Ernst, weil ich kann doch da irgendwie rumfliegen. Und ich kann doch irgendwie interagieren. Und dann muss ich diese blöde Spritze nur bis in den Anfangsbereich wieder mitnehmen. Und dann habe ich gewonnen. Dann habe ich die Mission erfolgreich abgeschlossen. Und kriege eine Trophäe, die heißt Forscher. Ich habe jetzt geforscht. Ey, im Weltall kann man so viel erforschen, nicht unbedingt nur Spritzen hin und her tragen. Ich habe ja nicht viel erwartet, aber mehr. Jetzt mache ich die dritte Mission und die heißt Weltraumspatzi. So, weil ich nehme mal an, die haben das einfach nicht vernünftig lokalisiert. Das wird sicherlich, im englischen Original wird das da wahrscheinlich reingepasst haben, gehe ich mal davon aus. Und jetzt haben sie, echt, das sieht so aus, als hätten die einfach so Copy-Paste, ne, auf Deutsch und dann zack, rein damit und so. Und jetzt heißt das Weltraumspatzi, weil Weltraumspaziergang da nicht reinpasst. Oh, hier. Da kann ich alles Mögliche machen. Jetzt habe ich immer mehr Möglichkeiten zu agieren. Ich kann mich mit L2 abwärts bewegen und mit R2 nach oben bewegen. Und mit der L3-Taste kann ich mich vorwärts bewegen. Also, na, es wird offenbar schon mehr Spiel. Die Anforderungen, die steigern sich. Willkommen, Kommandant. Heute haben wir noch einige Inspektionstests für Sie. Alle Sicherheitssysteme sind betriebsbereit. Das erste, was Sie tun werden, ist, die Batterie-Upgrades am Knotenmodul 1 abzuschließen. Verwenden Sie die Triebwerke, um sich langsam um das Fachwerk zu bewegen. Überprüfen Sie Ihren Kraftstoff, während Sie sich bewegen. Hä? Viel Glück. Wie? Wo ist denn mein... Oh! Jetzt habe ich Treibstoff. Jetzt kann ich Treibstoff verbrauchen. Jetzt muss ich irgendwo... beenden Sie die Batterie... Ich kann das kaum lesen. Beenden Sie die Batterie-Upgrades auf Knotenpunkt 1. Ja, wo ist denn Knotenpunkt 1? Wenn ich geradeaus fliege, dann, ne? So fliege ich geradeaus. Und wenn ich nach oben drücke, dann geht er einfach nach oben und nach unten. Aber der hat keinen, der holt keinen Schwung, ne? Ich kann nur geradeaus oder nach oben. Das ist auch lazy, ne? Kann ich denn zur Erde? Ich würde lieber zur Erde.
Das wäre geil, wenn ich jetzt einfach mit dem Astronauten so weit geradeaus fliegen kann, dass er dann irgendwann quasi in die Erdumlaufbahn reinkommt und dann runterfällt. Ich bin noch nicht wirklich weiter weggekommen, glaube ich. Wahrscheinlich ist hier halt auch schon wieder Ende Gelände, ne? Also wahrscheinlich ist hier auch schon wieder unsichtbare Mauer. Jeder einzelne Aspekt ist lazy. Sorry, aber ne. Ja, mir geht der Treibstoff aus. Da hat das Elend mindestens ein Ende, ne? Ich bin tot. Ich kann sogar sterben in dem Spiel. Krass, ne? Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das geht. Jetzt gehe ich mal in die Richtung bin ich bisher noch nicht gegangen. Das mit der Tiefensicht ist halt einfach voll scheiße, weil ich die Sachen, die ich dann irgendwie finden muss, halt irgendwie überhaupt nicht finden kann. Was ist das denn? Ich habe gerade noch drüber geredet, jetzt ist das direkt vor mir aufgetaucht. Ja, das macht jetzt Sinn, weil das liegt ja jetzt auch auf dem Weg. Jetzt habe ich nochmal Sprit geholt, jetzt habe ich 50% Sprit. Und da hinten ist der dritte Ballon. Warum muss ich denn da Wasserbälle suchen? So, ich meine, man hätte das ja auch irgendwie mit Inhalt füllen können, ne? Dass ich da vielleicht irgendwo schraube oder so. Oder irgendwo eine Sache wo raus tue und woanders rein tue. Nee, ich muss im Endeffekt muss ich nur diese gelben Wasserbälle einsammeln. So, ich bin jetzt noch nicht ganz durch mit dem Spiel. Aber ich gebe mal einen kleinen Zwischenstand. Das Spiel ist total scheiße. Alleine dieses Optionszeichen, was ich da sehe, wo ich diesen Astronauten da sehe, in einem furchtbar schlechten Ausschnitt, die Beine abgeschnitten und die Arme von dem, was hat er denn für Arme? Dann haben sie am Anfang die Sprache nicht vernünftig lokalisiert, dass da gesagt wurde, gleich hebt das Space Shuttle da ab. So, und die haben noch nicht mal, und das ist, glaube ich, das Härteste, die Schriften angepasst, die lokalisierten Schriften. Deutsch ist eine schwere Sprache, das liegt auch daran, dass die Worte so lang sind im Vergleich, ne? Aber dann macht man doch einmal an einer Stelle eine Leerzeile und dann passt das. Ne? Aber nix. Ich mache hier Weltraumspazi. Da kann man doch irgendeinen Typen, ich meine auch wirklich nur einen Typen, kann man doch da dran setzen und kann sagen, Junge, zieh das mal bitte zumindest mit den Schriften gerade und so, damit das nicht ganz so Mongo aussieht. So. Aber nö, ist nicht passiert. So, jetzt kommt die vierte und letzte Mission, nämlich die Landung. Knopf ist gedrückt. Hier kann ich Pause machen, Kamera wechseln. Kontrollflugzeug. Also L3 ist bestimmt nicht der Knopf für Kontrollflugzeug. So, das kann ja so nicht gemeint sein. Ich bin mal gespannt. Ah, die meinen wahrscheinlich kontrolliere das Flugzeug. Ist kein Flugzeug, ist ein Space Shuttle. Davon mal abgesehen, so, ne? Aber Kontrollflugzeug. Hier, Achtung, Kontrollflugzeug, Knopf, drück. So, Attacke, los geht es. Herzlichen Glückwunsch, Kommandant, zu einer erfolgreichen Tour. Ich hoffe, Ihr Aufenthalt am Bahnhof hat sich gelohnt. Ich bin sicher, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder für andere Missionen. Haben Sie einen sicheren Flug, Kommandant? Jetzt wird mir erstmal wieder was erzählt. Jetzt habe ich wieder keine Interaktion. Moment mal. Hier ist das Space Shuttle. Dem Space Shuttle fehlt der Arsch. Seht ihr das? Dem Space Shuttle fehlt echt der Arsch. Da ist wieder was abgesprengt worden oder was? Ne, ich bin von der Raumstation abgehoben. Und das Raumschiff ohne Arsch fliegt immer noch zur Erde. Ich bin unentschieden, welche der beiden Perspektiven hässlicher ist. Weil eigentlich würde ich sagen, die Perspektive draußen ist besser, weil da sehe ich zumindest ein bisschen die Erde. Aber das ist halt buggy, ne, hier, das Space Shuttle so. Deswegen ist das auch scheiße. Und wenn ich im Ding sitze irgendwie, dann sehe ich nur die obere Ecke von der Erde. Sieht auch scheiße aus. Also irgendwie sieht das alles scheiße aus. Ich kann machen, was ich will. Ich kann mir den Kopf stellen. Übrigens interagiere ich jetzt in der vierten Mission schon wieder überhaupt nicht. Ich kann mir jetzt nur angucken, wie das da alles rumfliegt. Oh, ist das eine Ödnis. Und jetzt muss ich mir das hier 10 Jahre angucken, ey, wie dieses Ding auf diese Kugel zusteuert, die nicht detaillierter wird, je näher ich komme. Ich hätte auf die Uhr gucken sollen. Also gleich im Schnitt. Wenn ich an den Scheiß hier zusammenschneide, dann sehe ich das ja. Aber das dauert jetzt, was, 5 Minuten oder was? Oh, warte mal, jetzt passiert was. Da dampft es ein bisschen. Vorne an meinem Moped. Das bedeutet wahrscheinlich, dass ich jetzt die Erddingskirchen, wie heißt das? Das bedeutet wahrscheinlich jetzt, dass ich in die Erdatmosphäre eintrete. Ah, ich kann steuern.
kann steuern jetzt nochmal am Ende. Oh, kann ich sogar aus der Cockpit-Sicht. Geil, ey. Kann ich hier richtig rumfetzen. Jetzt muss ich da wahrscheinlich schon landen, ne? Mitten im ewigen Eis. Ja, sicher. Weil da landen ja auch die Flugzeuge und so, die Space Shuttles. Mitten im ewigen Eis. Das ist eine blöde Scheiße, ey. Hätten die nicht wenigstens Cape Canaveral oder so, oder wie das heißt, modellieren können? Das hätte doch nicht wehgetan, oder? Jetzt, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich fliege jetzt in den Tower rein. Hä? Nichts passiert. Jetzt knall ich halt auf den Boden, auch gut. Ja, sicher. Was ist denn jetzt kaputt? Ist wie auf Kopf? Ey, was ist denn hier kaputt, ey? Jetzt ist mein Flugzeug komplett ein Black Hawk oder was? Oder wo ist die Sonne? Ah, okay, nee, ich war falsch rum oder was? Ja, okay. Kaputt gehen lassen die mich nicht. Jetzt darf ich wieder von vorne anfangen. Was ist das nur für ein Flugzeug? Ach, ich glaube, die Landebahn ist hier. Herzlichen Glückwunsch zu einer erfolgreichen Landung. Willkommen bei EAT Commander. Das war das Spiel. Space Explorer habe ich jetzt durchgespielt. Das ist so richtige Vollscheiße. So richtiger Vollmüll. Also echt, in vielerlei Hinsicht, so ein Scheiß, ey, habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Kann man ja nicht schönreden. Das ist jetzt natürlich dann sozusagen ein lizenziertes Produkt. Das sieht halt überhaupt nicht danach aus, ne? Und ich meine jetzt nicht nur die Schwierigkeiten in der Lokalisation. Da könnte ich mir noch denken, okay, die haben sich gedacht, alles klar, scheiß drauf, deine Mutter. So, wir nehmen einfach das Spiel so, wie es ist. Wir tauschen natürlich irgendwie die Schriftzeichen aus. Wir machen uns aber nicht die Mühe, die irgendwie nochmal richtig zu setzen oder so. Ne? Das kann ich ja noch ein kleines bisschen nachvollziehen. Aber das in der Kombination, dass das Spiel, wenn ich das so spiele, ohne VR, schon bekackter aussieht als das schlechteste bisher wahrgenommene Spiel auf VR. Das kann ich mir wirklich nur erklären mit dieser PlayStation VR Ebbe, die man dann ja irgendwie hatte, wo dann einfach keine Software gab und die Leute alle für ein paar Euro den ganzen Scheiß aus dem Store geladen haben und so. Aber da waren doch so minimale Qualitätsansprüche, sind da doch eigentlich durchgehend gewesen. Aber hier hat ja nichts gepasst, ne? Auch so das Missionsdesign in Anführungsstrichen. So was habe ich ja noch nicht erlebt. Da muss ich irgendwie was holen und dann muss ich wieder zurückfliegen. Ich muss das aber nicht einsetzen, ich muss das nicht benutzen, ich muss kein Rätsel lösen. Ich muss buchstäblich, ohne Übertreibung, einmal nach links und einmal nach rechts fliegen. Und dann habe ich die Trophäe Forscher bekommen. Wenn man schon so was macht, warum drehe ich nicht an einem Rad? Warum ziehe ich nicht einen Hebel? Warum nehme ich nicht die Sicherungen aus der Wand und setzt die an einer anderen Stelle ein. So, das ist doch kein Ding der Unmöglichkeit. Also, das hat doch den Bock dann am Ende nicht mehr fett gemacht, oder? Aber hier irgendwie, das ist alles so behindert. Und was mich auch in Rage bringt, das ist halt auch der Titel von dem Spiel, weil das Spiel heißt Space Explorer, was ich denke, bedeutet irgendwie, dass man den Weltall erforschen soll. Also, du hast direkt die Assoziation so von Abenteuern. Abenteuer im Weltall, also erforschen ist ja auch Abenteuer. Man muss ja nicht so weit gehen wie bei No Man's Sky. Ich meine, das Geld hat ja auch nicht jeder. Ne? Also jeder Entwickler. Okay, aber du kannst das doch nicht Space Explorer nennen und dann erforschst du gar nicht das Weltall, sondern guckst du dir nur eine scheiße modellierte Raumstation von der Seite an. Das hätten sie dann lieber irgendwie Slideshow irgendwas Kirchen nennen sollen. So, das wäre irgendwie fairer gewesen, sag ich mal. Ja, jetzt habe ich mich schon wieder ganz schön aufgeregt. So viel dazu. Das war's dann von mir. Mir fällt noch ein Witz dazu ein. So, was ist denn die Telefonnummer von der NASA? 10987645231.